Nationalen Erfolge aufschauen mit seinen Ponys erhoben. Ihr vier Vertreter vom Gestüt die Pfalz, Pfalzstadt Grauprinz, Pfalzstadt Mossi. Königlichen Ponys werden sie auch genannt, die Darmors. Auf dem Maimarkt präsent heute Morgen. An der Hand vorgestellt, die vier Vertreter vom Gestüt die Pfalz in Hasler. Darmor-Ponys vom Gestüt die Pfalz in Hasler. In die Bahn, ein Vertreter der Welsh-Kopfsektion DA, die kleinste Vertreter der Welsh-Ponys, der Randig Carino, auf der ein Randig-Stühl Rainer Jostem, Stefan Löfer fährt. Zwei Spinner der Schimmel, der Schwarzbraune, von Frank Willig gefahren. Welsh-Ponys, der Randbildung unserer Pferde schon begonnen. So Frank Gromit wurde ein Spinner Randig Carino. Willig mit seinem Gespann, Weltfried-Ponys, beides auch in der Zucht eingesetzte Stuten, seine schwarz-braune Stute. Hier Randig Carino mit Stefan Löfel, ganz stilvoll da. Und hier Randig Carino und Patrick Stäble, er hat Randig. Die gehen richtig los. Dichtere Ponys bis zu einem Stockmaß von 100. Vier Spänner, ganz elegant, Partyrolle und auch top erfolgreich im Turniersport. C, Top-Typ, also bis 137 cm. Ganz starke Braune mit Stefan Löfel hier spielt. Auch sie eine Vertreterin der Sektion B. Dann den Honeymoon. Das Gute, ganz stark hier mit Tor. Randig Pandur im Einspänner und Julia Max ganz gespannt daneben. Wo Pandur? Honeymoon verlässt uns im. Hier Randig Carino mit Stefan Frank Willig. Und ich sag Friedrich. Der Schimmel und der schwarzbraune Frank Willig aus Bischheim. In die Bahn, ein Vertreter der Welsh-Kopfsektion DA, die kleinste Vertreter der Welsh-Ponys, Randig Carino, auf der ein Randig-Stühl Rainer Jostem, Stefan Löfer fährt. Zwei Spinner der Schimmel, der Schwarzbraune, von Frank Willig gefahren. Welsh-Ponys, der Randbildung unserer Pferde schon begonnen. Schon Frank Gromit wurde ein Spinner Randig Carino. Frank Willig mit seinem Gespann, Weltfried-Ponys, beides auch in der Zucht eingesetzte Stuten, seine schwarz-braune Stute. Hier Randig Carino mit Stefan Löfel, ganz stilvoll da. Und hier Randig Carino und Patrick Stäble, er hat Randig. Die gehen richtig los. Dichtere Ponys bis zu einem Stockmaß von 100. Vier Spänner, ganz elegant, Partyrolle und auch top erfolgreich im Turniersport. C, Top-Typ, also bis 137 cm. Unter dem Dach der süddeutschen Pferdezuchtverbände. Und hier macht den Anfang in Gelb.
die Reiterinnen mit ihren Würden in der Mitte, da bist du vom Internationalen und vom Platz. Württemberger Gebiet seit Jahrhunderten. Heute ist Top Einzelfeld, aber natürlich vorrangig auch im Turniersport geritten, erfolgreich geritten. Der Schimmel hier in der Bahn wieder an und schon hin. Voller Insel, Grün und der Stadt, dort sind sie gezogen. Das ist die Hälfte Deutschlands, die dann unter einem Markennamen wie ein Sportverkäufer in einer Hälfte. Württemberg ist guter von Weltmeister Grafenstolz. Erfolgreich wie ganz viel Tradition, auch in Deutschland. Im Sport als auch im Dressursport. Aber viele Jahre federführend, richtungsweisend für die Zucht des Württembergers in Rheinland-Pfalz. Hier Ries am Steilsprung. Von Laguna mit Ries, die Tochter des Grafen Scholz. Jawohl, ganz lockerlich. Ja, der Anteil. Reiter, Fahrer, südseitig in der Verwendung, durch hier in der Gattung, der ganze Satz von voller Bewegung. Von Heller. Gefolgt von Kanderhand, hier die Braune, Anuschka, Halsarin in der Hand, hier vorgestellt, die Fahrerin Württemberg. Stark induziert die Pferde in ihrem Bestand. Und mittlerweile haben wir wieder viele von Leben für den anderen Adler, wie sein Ängstes von Familie Schlebele. Hier nun an der offenen Bühnenseite, oben an der unteren Seite, unter dem Sattel, diese beiden imposanten Füßbaum, so Dico, was auch geritten wird. Und für Familie Spaß an ihr Fahrt. Hat eine richtige Rappe, auf dieser Fahrt hat er ein Zugtext. Der Wind Heller unter dem Sattel, die uns hier und Fahrpartner. Aus Adlon, Zugfest der Familie Schlebele. Adlon und Ivor. Diese beiden imposanten Füßbaum, so Dico, was auch gewinnt wird. Und das für Familie Spaß an ihr Fahrt. Hat eine richtige Rappe, auf dieser Fahrt hat er ein Zugtext. Der Wind Heller unter dem Sattel, die uns hier und Fahrpartner. Aus Adlon, Zugtext der Familie Schlebele. Adlon und Ivor.
Filmbereichszucht, alle haben sie mit viel Liebe der Zucht, der Ausbildung dieser Pferde verschrieben. Deutlich erkennbar noch das Erbe der Urahnen unserer Pferde, der Wildpferde, der Streifen auf den Rücken, der Quierstreifen an den Beinen, die Wildstreifen, die Nennfjordpferde. Noch ein Wonderboy im Besitz von Ivar Raab, wo er gehört dazu, Zutext, erfolgreich im Sport. Auch hier mit Achilles. Sieger seiner Hengstleistungsprüfung, mittlerweile schon erfolgreich im Turniersport und auch eher im Zugeinsatz genauso wie der Bitters. Und Anna vom Gestühl Sittingen von Sabrina Rottmann. Dann mit dabei der Sumpf und natürlich hier da nicht fehlen die Haflinger. Füchse mit Hell und Langhaar, ursprünglich aus Tirol kommen. Dort überall auf der Welt präsent und zu sehen. Und hier zwei Hengste, einer unter dem Sattel, einer eingespannt unter dem Sattel, der Leistungshengst Amicello, Spenner der Bundesregion und den Hinterhengst Stüfer. Beide Hengste aus dem Besitz von Kurt Antes, traditionsreicher Hengststation in Mannheim-Käfertal, schon seit vielen Jahrzehnten und erfolgreich in der Zucht wirken. Kurt Antes aus Mannheim-Käfertal. Immer moderne, tolle Haflinge. Harald, die Haflinge. Pfalz und dann der gedeckte Tribünenseite, nun Markus Latour mit dem importierten Zuchthengst Brechtisee bei nebeneinander. Markus, unser Eisenhardter Kämpfer, schon umgesessen und kommt nun herein in einem hocherfolgreich im Turniersport. Action gut, nach Ladenpause hier sein erster öffentlicher Auftritt wieder auf dem Dachbaum. Sie dürfen den Boden anfeuern, die Rennfahrt nur liegen, wird schöner. Und noch einmal zwei Vertreter der Fjordpferde, die vor 50 Jahren nach Deutschland kamen, aus Norwegen. Vor 50 Jahren war ich Vertreter der Lange Zuchtstätte Familie Müller in Sandhausen. Erfolgreiche Zucht von Fjordpferden. Aus der Radarzucht der Fürsten zu Weilen wurde geprägt durch Import von Hengsten und Stuten aus Arabien. Die Sprüngerstuten sind Weimarer, stand diese tolle Stute hier noch an. Weil Marabacher Araberherde. Suchen wir die Herde in Marabacher. Gründet sich auf drei bedeutender Süd-El-Sarah im Sumpf-Mohiba. Ganz besonders natürlich auf 1808 in der arabischen Wüste, wo erfolgreich die Zucht dort immer wieder tolle Zuchtpferde, die im Marabach gewirkt haben und gewogen wurden. Darunter der originalische Hengstmutter, ein Sohn von ihr steht schon im Zuchteinsatz im Raume Masa. Die Schimmel ist dabei Mona Samar, Nagaba, Sheka, Bintara und Sarafina. Sind Sie gerne eingeladen, auch die Schwäbische Alte, ins Haupt- und Landgestühl, nach Ankommen. Sie haben es vielleicht gesehen, wie Stufen gleich das Ort.